Hallo, ich bin der Felix und möchte euch heute in der Funktion als Ausbildungsberater an die Hand nehmen und mal durch unseren Bewerbungsprozess führen und im Speziellen euch Arbeitsproben vorstellen, die wir als Beilage in unseren Unterlagen erwarten. Da haben wir Beispiele mitgebracht von ehemaligen und aktuellen Schülern, womit die sich damals oder im letzten Jahr halt beworben haben. Und so habt ihr dann eine schöne Orientierung, was wir erwarten, womit man bei uns erfolgreich durch den Prozess durchgeht und womit ihr euch dann schon mal beschäftigen könnt. Bevor wir aber zu den Arbeitsproben kommen, wollen wir euch kurz nochmal aufzählen, was denn grundsätzlich in eine Bewerbung reingehört, weil da liegen wir gar nicht bei unseren Anforderungen so weit weg von den klassischen Schulen, wo Bewerbungen erwartet werden. Ich habe hier klar Notizen gemacht, dass ich da auch gar nichts vergesse. Man startet mit einem klassischen Anschreiben. Warum bewirbt man sich bei uns? Für welchen der drei Fachbereiche bewirbt man sich? Ein Lebenslauf ist natürlich gern gesehen, auch gern mit einem Lichtbild, dass man auch gleich so einen persönlichen Eindruck hat, wer bewirbt sich denn bei uns? Wenn ihr ein Zeugnis habt, was jetzt nicht vielleicht älter als 3-4 Jahre ist, könnt ihr es gerne beilegen. Urkunden, Zertifikate von Workshops, von irgendwelchen Dingen, die ihr durchlaufen habt, die irgendwie förderlich sind und der Bewerbung gut tun, dann legt es gerne bei. Genauso, wenn ihr euch für eins der Teilstipendien bewerben wollt, ist Motivationsschreiben Pflicht, was ihr beilegt. Dazu findet ihr auf jeden Fall bei uns auf der Homepage mehr Details. Da will ich jetzt gar nicht so doll drauf eingehen, denn wir kommen zum letzten Punkt, das ist nämlich das Wichtigste, um euch auch fachlich einschätzen zu können, sind eben die Arbeitsproben. Aber warum erwarten wir überhaupt Arbeitsproben? Ganz einfach beantwortet. Arbeitsproben helfen uns natürlich, euch fachlich einzuschätzen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, inwieweit ihr euch vorab schon mal privat mit Tools beschäftigt habt, mit gewissen Inhalten, die vielleicht in der Ausbildung wichtig sind, beschäftigt habt, inwieweit ihr schon Vorkenntnisse einfach mitbringt. Und natürlich zeigt es uns ja auch, dass ihr eben nicht nur das Hobby Games habt oder Gaming, also selbst Spielen, sondern dass ihr schon aus eigenem Antrieb neugierig wart, mal hinter den Vorhang zu schauen, wie so ein Spiel entsteht, ob es nun im grafischen Bereich ist, im programmiertechnischen Bereich oder eher im konzeptionellen Bereich. Genau, fangen wir an mit Game Graphics, die am meisten nachgefragte Ausbildung bei uns, da erreichen uns die meisten Bewerbungen und da ist natürlich auch relativ klar, vielleicht schon am Namen zu erahnen, wie Arbeitsproben aussehen könnten. Man könnte es umschreiben, sie haben natürlich einen grafischen Charakter, aber das kann ganz vielfältig sein, da lese ich mal meine Notizen ab. Es reicht von Skizzen, wenn ihr gerne zeichnet, wenn ihr eigentlich immer einen Skizzenblock bei euch habt, jede freie Minute nutzt, zeigt uns das, dass ihr Zeit investiert in diese Leidenschaft, in dieses Hobby. Klassische Studien sind sie gern gesehen, Handstudien, Proportionen, Körperhaltung. Also wenn ihr mal an so einem Workshop oder Kurs mitgemacht habt, dann haltet das nicht hinterm Baum, steckt das auf jeden Fall mit in die Bewerbung rein. Das sind tolle Grundlagen, was ihr auf jeden Fall auch später in der grafischen Entwicklung für Spiele nutzen könnt. Eigene Comics, eigene Konzepte, gerne auch von Charakteren, von Lieblingscharakteren, vielleicht aus euren Lieblingsspielen, dass ihr sagt, Mensch, ich denke mir mal für Overwatch als Beispiel einen Charakter aus, wie könnte der aussehen, wie könnte der in das Setup passen, da auch gern ein Turnaround, also aus verschiedensten Blickwinkeln den Charakter zu zeichnen, weil das gleich eine Technik ist, die man an der Spielentwicklung, in der grafischen Erstellung dann anwendet oder eben auch gerne 3D-Modelle, wenn ihr euch schon mit 3D-Programmen beschäftigt habt, wie zum Beispiel Blender, was man sich kostenlos runterladen kann. Dann zeigt uns, dass ihr das getan habt, zeigt uns eure ersten Gehversuche, vielleicht sogar schon kleine Animationen. Da sind wir sehr, sehr offen und zeigt uns alles, was ihr habt, was irgendwie reinpassen könnte, damit wir eben die Chance haben, euch auch fachlich schon mal einzuschätzen. Auch, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, wenn ihr gerne fotografiert oder Webdesigns, also wirklich Webseiten optisch gestaltet habt, wenn ihr Layouts für irgendwelche Entwürfe, Schülerzeitung, was auch immer gemacht habt, gerne als Zusatz beilegen, nicht als Hauptarbeitsprobe, aber als Zusatz könnt ihr das gerne dazulegen, dass wir eure ganze Bandbreite an Vorwissen und Fähigkeiten einfach sehen können. Kommen wir zu Game Engineering, wo hinter sich bei uns die Programmierausbildung verbirgt. Und natürlich, klar, wollen wir in dem Fall auch sehen, wenn sich jemand für diesen Bereich bewirbt, dass er sich mit dem Thema der Programmierung schon mal beschäftigt hat. Da werden so typische Arbeitsproben eigene Game-Prototypen, dass ihr vielleicht mal ein Tetris, ein Snake, ein Pong umgesetzt habt. Da kommt es nicht auf die optische Darstellung an. Das kann ganz simpel aussehen. Wichtig ist, dass es funktioniert, dass es sozusagen der technische Unterbau einfach vorhanden ist, dass es eben spielbar ist. Ihr könnt Brett
Brettspiele umsetzen digital. Ihr könnt eigene Skripte, die ihr vielleicht erstellt habt, als Arbeitsprobe beilegen. Kleine Tools, die euch irgendwelche Prozesse vereinfacht haben, wo ihr gedacht habt, Mensch, ich denke mir mal was aus. Da war auch ein Beispiel parat aus der Gastronomie, wo ein Bewerber eben da sich eine kleine eigene Hilfe programmiert hat. Ihr könnt eigene Apps einreichen und wie gesagt, bei allen Arbeitsproben gilt, die Optik steht absolut an zweiter Stelle. Da geht es wirklich um die Funktionalität und den Code sozusagen dahinter, dass wir sehen, okay, ihr habt das selbst entwickelt, was habt ihr euch dabei gedacht, welche Funktionen werden da ausgeführt. Diesen Arbeitsproben könnt ihr dann auch gerne eine README-Datei beilegen, in der ihr die Funktion nochmal erläutert. Dann haben wir und speziell die Person, die bei uns dann die Arbeitsproben sichtet, sind einfacher zu ersehen, was der Ansatz war, warum ihr eben diese Arbeitsprobe erstellt habt, was ja, euer Ziel damit war. Und das hilft uns natürlich weiter. Kommen wir zu unserem letzten Fachbereich, Game Development. Da sind gern gesehene Arbeitsproben, vor allen Dingen, wenn ihr eher in diesen Schwerpunkt Game Design gehen wollt, eigene Spielkonzepte. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über eigene Spielideen und habt die nicht nur im Kopf, sondern vielleicht mal niedergeschrieben? Wenn ihr eigene Brett- und Kartenspiele entwickelt habt, dazu wirklich auch ein Spielbrett oder eben die Karten entworfen habt, auch da kommt es nicht so auf die Optik an, sondern eher funktioniert es nach dem Regelwerk, macht es Spaß, hat es einen Widerspielwert, gibt es eine Dokumentation, auch sehr, sehr gern gesehen, wenn ihr Spielregeln auch erklärt, da schauen wir gerne drüber. Genauso, wenn ihr auch eigene Spieleprototypen gebaut habt, die gar nicht so technisch jetzt sind, sondern dann eher, es gibt viele Tools, die euch da so den technischen Hintergrund abnehmen, das müsst ihr gar nicht wissen, ihr könnt trotzdem Dinge damit erstellen, sowas schauen wir uns gerne an. Eigene Mods, wenn ihr für irgendwelche Spiele irgendwie mit an einer Mod gearbeitet habt oder eben Level-Designs, es gibt viele Level-Editoren, da auch gleich mal ein Hinweis an unseren letzten Blogbeitrag, wo wir Level-Editoren vorstellen, die man kostenlos nutzen kann. So eine Dinge, so eine Ergebnisse, die da rauskommen, legt die gerne bei. Auch da kommt es nicht so auf die Optik an. Wie sieht das Level aus? Konzentriert euch mehr auf den Level-Inhalt. Wie ist die Wegfindung? Wie sind die Level aufgebaut? Wie motiviert es einen, durchs Level zu kommen? Wie weit nimmt man den Spieler an die Hand? Alles so Dinge, die auch gerne bei Level-Designs dokumentiert sein können und beigelegt werden können, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, was habt ihr euch bei dem Level gedacht? Was war euer Ansatz? Wer sich von vornherein aber eh für den zweiten Schwerpunkt in der Game Development Ausbildung interessiert, in dem Fall Game Production, kann das auch direkt durch seine Arbeitsproben halt zeigen. Da wäre dann natürlich, da geht es eher um Projektmanagement, demzufolge irgendwelche erstellten Pläne. Habt ihr vielleicht mal was für ein Team organisiert oder innerhalb eines Teams? Das könnt ihr gerne zeigen. Habt ihr irgendwelche Pläne, Dienstpläne etc., die ihr zeigen könnt, Budgetpläne? Habt ihr vielleicht mal ein E-Sports-Event organisiert und habt da irgendwelche Unterlagen, die zeigen, Mensch, da war eine große Planung nötig, die ihr in der Hand hattet, dann gerne sowas beilegen, dass wir ein Gefühl bekommen, dass ihr eben für den Fachbereich ja erstens wisst, worauf ihr euch einlasst und zweitens, dass ihr da euch schon mal ausprobiert habt und das auch ganz gut gemeistert habt. So, jetzt habt ihr einen schönen Überblick über mögliche Arbeitsproben für alle drei Fachbereiche erhalten von uns, habt Beispiele gesehen, habt von mir die Schilderung gehört. Ich hoffe, das reicht, um jetzt erstmal loszulegen, wenn ihr eh eine Bewerbung vorhattet und wenn ihr jetzt sagt, um Gottes Willen, ich habe davon ja noch gar nichts irgendwie selbst erledigt, fangt damit einfach an. Euch steht das Internet zur Verfügung. Ihr habt so viele Möglichkeiten, Tutorials im Internet zu finden, Communities zu finden, Gleichgesinnte in diesen Communities zu finden, Fragen in Foren loszuwerden. Also nutzt diese Möglichkeiten. Die größte Hürde, die ihr wirklich habt, seid ihr selbst. Einfach die Motivation aufzubringen, loszulegen und eben nicht nur zu zocken, sondern einfach mal hinter den Vorhang schauen zu wollen. Dann öffnet sich da eine super spannende Welt, wo ihr euch echt ausprobieren könnt und wo ihr relativ schnell auch erste Erfolge haben werdet, die dann auch höchstwahrscheinlich als Arbeitsprobe dienen können. Was wir halt immer empfehlen können, wenn ihr so erste Arbeitsproben habt, wo ihr dann aber unsicher seid, reichen die schon, schreibt uns eine Mail, wir blenden unsere E-Mail-Adresse ein, wo ihr gerne Kontakt aufnehmen könnt, schickt uns diese Arbeitsproben oder schickt uns einen Link zu diesen Arbeitsproben. Wir geben euch gerne irgendwie
Feedback, ob das reicht schon als Arbeitsprobe. Geben euch aber auch gerne Feedback, wenn es nicht reicht, was ihr vielleicht noch besser machen könnt. Also ihr könnt sogar vor dem Bewerbungsprozess uns schon kontaktieren, dass wir euch dann helfen, da schon eine ordentliche Bewerbung zusammenstellen. Also keine Scheu, bewerbt euch bei uns nicht für einen Job, sondern für eine Ausbildung. Ihr sollt ja bei uns noch was lernen. Niemand kommt perfekt zu uns. Wir wollen halt nur sehen, ist eine Basis da, auf die wir aufbauen können, dass wir eben mit dem, was ihr mitbringt, in den 2 Jahren der gewählten Ausbildung euch so weit bringen, dass ihr eben wirklich ein Kandidat, eine Kandidatin für einen Job in der Games-Industrie seid. Und das ist ja unsere Aufgabe, unser Ziel. Und dafür helfen uns halt die Arbeitsprobe, um euch da auch ordentlich einzuschätzen. Also keine Scheu, setzt euch ran an PC, an euer Tablet, wo auch immer, Zeichenblock und fangt an. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Arbeitsprobe und Bewerbung. Ein Tipp haben wir doch noch zum Schluss, wenn ihr jetzt nicht so richtig wisst, wie ihr loslegen sollt und so ja, der Ansatz fehlt. Wir bieten 4-mal im Jahr einen einwöchigen Schnupperkurs an, hier bei uns an der Einrichtung. Und das ist die ideale Möglichkeit, uns eine Woche lang kennenzulernen, mit Tools zu arbeiten, die ihr vielleicht vorher noch nie benutzt habt, unter Anleitung von Dozenten direkt aus der Games-Industrie. Und mit dem Wissen, was ihr dann mitnehmt aus der Woche, könnt ihr zu Hause direkt weiterarbeiten. Die Tools, die wir einsetzen, kostenlos. Also ihr könnt die dann zu Hause selbst runterladen, an der Stelle weitermachen, wo ihr im Kurs aufgehört habt und natürlich mit dem Wissen auch peu à peu eigene Arbeitsproben erstellen für eine spätere Bewerbung. Also toller Tipp, denke ich mal, um eben 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ihr lernt uns kennen und nehmt Wissen mit nach Hause. Ansonsten lohnt sich es eh immer, uns auf allen Social-Media-Kanälen, auf denen wir präsent sind, zu folgen, um up-to-date zu bleiben oder eben bei uns auf der Homepage unseren Newsletter zu abonnieren. So bekommt ihr alle Infos frei Haus. Und da findet ihr übrigens auch die kommenden Termine für den Schnupperkurs und könnt euch direkt einen Platz buchen. Also wir freuen uns, euch vielleicht dann hier bald an der School for Games als Teilnehmer begrüßen zu dürfen und sagen Tschüss, auf bald.